So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 1 und wir sind jetzt auf dem Weg zum Sicherheitskontrollraum. Wir müssen ja immer noch zur Tiefgarage, aber das ist ja alles sehr, sehr verschachtelt und sehr viel. Aber die Tür ist jetzt offen, guck dir das mal an. Du machst auf, ich werfe der Frau ein Hackmesser ins Gesicht. Jetzt selber eins. Gute Frau? Komm. Oh, da hatte sie das Hackmesser drin in der Hand. Ah, weg mit dir. Boah. Kumpel. Nein. Weg. War doch gut. Habe ich mein Hackmesser wieder? Ja. Ich höre ihn. Hier hinter der Tür. Hey, hier ist. Hackmesser Eigenbau 215. Anderes. Ach, das war ihr Hackmesser. Ach, du hast dich mit dem eingesperrt? Ach, ne, doch nicht. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Ist aber wild geworden. Aua. Was ist denn mit dir los gewesen? Und tschüss, ihn kicke ich hier richtig runter. Der ist gerade am Rand hängen geblieben. Wir haben einen Snack. Oh, hier ist ein Fakt. Komm hier hin. Schreibtisch. Hallo, Sir. Schreibtisch, Fakt. Oh ja, du hast einen Freund mitgebracht. Kumpel, ich schneide dir mal das Bein ab. Ja. Nicht so rabiat. Weißt du, das hier ist rabiat. Kumpel, und komm. Der war instant tot. Ja, war. Da ist mein Messer drin. Das ist eigentlich ganz lustig, dass du das die Sachen werfen kannst. Was haben wir hier? Anything worth anything in here? Gürtel. Batterie. Einiger. Geil. Wo ist er denn? Wahrscheinlich hier im Nachbarraum. Nein. Oh, hier sind ganz viele. Aber hier sind einige jetzt. Oh, hallo. Bestimmt 5 Leute. Ja, ja. 2 sind schon rausgekommen. Die Tür zu. Gehen sie weg. Wollte mich schubsen, was ist er denn für einer? Noch Überraschungsangriff von oben. Ja, mach mal. Voll ins Gesicht getreten. Hier war aber neuer Mann drin. Hallo. Aua. Im Arm. Die Waffe eignet sich sowieso nur noch zum Werfen. Jetzt habe ich die falsche Waffe genommen. Jetzt habe ich einen Stock genommen. Jetzt habe ich, glaube ich, deinen Stock genommen, oder? Oh, ich habe. Oh, komm mal hier hin. Ich habe ein Sammlerstück gefunden. Ein Band. Hier. Oh, fuck. I had to throw away my jacket. There was so much blood on it. I would go to the authorities, but yeah, I'm afraid they wouldn't believe this. That a psychotic 70-year-old woman attacked me and forced me to kill her? Whew. There seems to be some sort of a traffic accident. Man, it is even more chaotic than usual out there today. Excuse me, driver? Any idea what's going on? I mean, why are all those people... You know, I got an idea. Why don't we turn around? It looks like Jesus. What the fuck? I don't know. We might be in the middle of a terrorist attack here. People are running in panic, covered in blood, and it seems that. Oh my God! Oh my God! Ah. Ja, interessant, wie die Leute immer überrascht werden von allem, ja? Ja, als wenn das alles aus dem Nichts kommt. Aha. Oh, hier sind wieder Freunde. Elektroschrott, Batterie, okay. Aber hier ist auch noch zum Looten, auch Elektroschrott, große Batterie. Oh, da hinten, da sind sie.
Oh, da kommt jemand angelaufen. Kollege. Bam. Das war's mit seinem Kopf. Ja. Ist er im Bus? Warum ist er hier so rot markiert? Ah, ich weiß nicht. Doch nicht. Es war aber ein schlechter Bus. Der Kopf war sofort ab. Das Messer eignet sich erstmal nur noch zum Werfen, weil das hat gar keine Haltbarkeit mehr. Aber das will ich nicht abgeben, weil das ist gut. Das wird dann nochmal an der Werkbank wieder aufgemotzt. Ja. Hier kommen wir noch nicht rein. Da müssen wir wahrscheinlich gleich rein und irgendwie den Strom wieder herstellen. Ich glaube, wir müssen einmal so rum. Sind Sie bereit? Ja, klar. Da ist er wieder. Machen wir hier die Tür vorsichtshalber zu hinter uns. Pay attention now. Listen carefully. Hier ist eine Werkbank hier hinten, wo ich bin. Das ist aber ganz gut gemacht, dass du die wieder reparieren kannst, deine Werkzeuge. Ja, ja, das auf jeden Fall. Great cost. Immer noch nichts modifizieren. Mir fehlt immer irgendwie was. Ja, ärgerlich. Ich guck einmal kurz, ob ich was modifizieren kann. Nein. Baseballschläger. Mir fehlen Fleischköder. Oder Draht. 16 kann ich noch gar nicht nehmen, die Waffe. Nee. 14. Aber ich schneller, wenn ich so mache. Was ist denn hier? Alle plündern die kompletten Computer. Vielleicht gehen sie alle aus. Überall die Batterien rausgezogen, ey. Da ist noch einer. Ah, große Batterie, nehmen wir auch noch. Okay, ich rede mit ihm, wenn du soweit bist. Auf jeden Fall. Okay, ich bin soweit. The hotel security system is fried. Some of the security cams are deactivated and some of the key corridors have been blocked. Including the one to the parking garage. Needs to be rebooted. Luckily, you can reset it manually in a server room. But first you gotta get past those bloody psychos. I used to work with those poor bastards. Jesus Christ. Rebooting it isn't difficult, but it does take some time. Follow the on-screen instructions and there shouldn't be a problem. Watch your back though. Who knows who and what is in there? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Geh zum Serverraum. Da ist er. Warte mal, ich müsste eigentlich mal eben meinen Streitkolben einmal reparieren. Okay. Da von mir aus können wir da rein. Wenn du bereit bist. Dann gehen Sie vor. Okay. Ich führe beim Sicherheitssystem im Serverraum einen Reset durch. Okay. Hier ist ein Ausweis. Ausweis Number 10. Herausforderung beendet, Schatzi. Ja, sehr gut. Ah, das war gut. Erstmal ein bisschen verarschen die Leute. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist auch ein Serverraum. Wir haben zwei Serverräume. Wollen wir uns erstmal um den hier, ne? Ja, können wir machen. Let's go. Hallo. Der eine ist down. Hier ist nur der Dicke jetzt drin. Zweimal hintereinander. Ja, hat er bei mir jetzt auch gemacht. Aua. Den kannst du halt auch schwer ausweichen, den Typen, finde ich. Boah, er hat mir eine Kopfnuss des Todes gegeben.
Es kann da keine Kopfnuss mehr geben. Oh, hier, Bauplan. Molotow. Da ist der Reset. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal in die andere... in das andere Dingen gehen. Weil hier müssen wir zum Schluss hin. Hallo. Oder müssen wir hier auch ein Reset machen? Lass mal angucken. Bloody waste of skin. Oh wow, hallo. Nein. Brauchst du Hilfe? Nö. Der mit dem Brett ist tot. Alles gut. Mal nämlich nochmal gucken, ob hier irgendwas zum Looten ist. Aber sieht nichts danach aus. Dann können wir das jetzt hinten, können wir jetzt den Reset machen. Ich würde aber vorsichtshalber alle Türen vorher zumachen. Falls die von irgendeiner Ecke wieder ankommen. Nur für den Fall. Ja, ich habe mich eingeschlossen. So, ich mache den Reset, okay? Ja, kann losgehen. Resette die Firewall. Ich habe kaum Leben, stelle ich gerade mal fest. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Ach so, jetzt müssen wir in den anderen Raum. Aha, hier kann ich auch was resetten. Resette das Firewall-Terminal. Ja, mach mal. Kehre zum Sicherheitskontrollraum zu. Ah. Okay. Oh, jetzt können wir wieder zu ihm. Dann machen wir hier mal die Tür zu hinter uns. So, Kumpel. Haben wir gemacht. You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Ja, Power in the parking lot, ey. Das wird noch ein Problem. Magnet, ein Energy Drink, sehr gut. Der Energy Drink ist buggy, auch gut. Ja, dann gehen wir mal in die Parking Lot rein, oder? Wir gehen es an. What's this here? Ich weiß, Parking Lot ist unten, aber ich will mal hier oben einmal gucken. Ach, hallo! Wow! Wow! Sie hat eine Waffe. Ist hier oben was? Nur ein Feind. Ja, super. Ich will mein Leben auf. Hab ich auch gemacht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass hier oben vielleicht ein Bauplan liegt. Oder sowas ist. Ja, habe ich auch gedacht. Oh, da ist ein Freund. Geht's da durch? In die Parking Lot. Hallo! Da erstmal irgendwo hingehen, damit wir hier einen Überblick haben, wer hier alles so ist. Okay. Kennst du schon meinen Streitkolben, Kumpel? Ach ja. Oh, da ist er da, Mr. Bombastic. Ich
Der Kleine ist down. Fahren wir die großen Geschütze auf. Und jetzt. In den Schlagstock. Aber er hat einen Rucksack, vielleicht hat er was dabei. Ja. Vielleicht. Da was? Ah, $19 dabei gehabt. Fuck. Holz. Wenn einer den Truck findet, noch nicht hingehen. Lass uns erstmal hier nochmal gucken, ob wir hier... Ach, hier kommt man nicht weiter. Hänge da fest. Hier, da ist auf jeden Fall der Truck. Vielleicht kommt man hier nochmal ein bisschen nach hinten. Aha. Ja, das war gut. Ja, hier ist nichts mehr anscheinend. Können wir in den Truck einsteigen, theoretisch? Wir können in Richtung des Trucks. Okay. Truck benutzen. Soll ich fahren oder willst du fahren? Ja, du kannst ruhig fahren, okay. Wenn du willst. Benutze mal. Ah, es ist eine Sequenz. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind stolzer Besitzer eines Trucks. Der hilft uns auf jeden Fall weiter. Ja. Da ist ja der Truck. Piss off, you freak! Boah. Yo. Da kommt noch einer von da oben. Buggy. Ist einer links, rechts? Der gehört mir. Okay. Ach. Der gehört dir. Ja, er ist so komisch zu dir rumgelaufen irgendwie. Außerdem hat er, glaube ich, mein Messer noch in sich drin stecken. Was? Messer. Der hat so eine komische. Komisch, genau. Nein, mein Messer. Ah. Vielleicht ist der Truck dafür da, dass wir die alle überfahren. Das kann auch sein. Er setzt sich rein. Bist du drin? Ja, gib Stoff. Nehmen sie alle mit. Boah. Ein bisschen geflippert, der Typ. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Hier ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich wollte mal gucken, aber es ist ein anderer Tunnel, ne? Da ist das der Tunnel. Tunnel. Ah, nein, ich wollte mal gucken, ob das einer von den Tunneln ist, die wir schon kennen. Ja, es könnte dieser Brandtunnel sein. Tut mir leid. Tut mir leid, ich bin Fahranfänger. Tut mir leid. Ja, Ma'am, kommen Sie ruhig. Ich habe noch was am Kotflügel frei für Sie. Hallo, Mister. Oh, den habe ich nicht erwischt. Ich
halte mal so ein bisschen Ausschau, ob ich noch irgendwo welche sehe, die man mal so umfahren kann. Oh, hier ist keiner mehr. Die Straßen sind leer gefegt. Ja. Verlasse das Fahrzeug, okay. Rede mit Sinamoi. Ah, ist hier noch was drin? Nägel. Ich gehe mal eben ganz kurz einmal zum Händler. Maybe there's something we can use. Einmal was verkaufen. Ich habe hier so ein bisschen Quatsch dabei. Hat 6 die Sichel. Was für ein Level die Sichel? Level 7 brauche ich nicht mehr. Level 8. Nee, der ist schon. An alien infection is what it is. Alien infection. Also das Hackmesser, das ist ganz schnell immer down. Oh, ich kann Fleischköder machen. Ey. Molotow kann ich herstellen. Jetzt habe ich den Bauplan für Molotow. Jetzt muss ich nicht mehr zu Mike gehen. Ist ja auch gut. Dann gehen wir mal. Gehen Sie ruhig vor. Bin auf dem Weg. Du schleichst so. In Slow Motion bist du geschlichen. Ja, ja. Jetzt hast du auch einmal Zunder gegeben. So, Sinamoi. Wir sind wieder da. Ach, du hast wieder Energy Drinks. Sehr gut. Good job. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Also. Oh, Diamanten? Oh, krass. Wir haben Diamanten von ihm gekriegt. So. Jetzt ist die Frage, sollen wir weiter bei ihm machen oder Nebenmission? Was meinst du? Ich würde sagen Nebenmission und vielleicht, es sind ja wieder welche aufgeploppt, oder? Vielleicht haben wir am Leuchtturm ja noch eine Nebenmission. Ja, wir haben ja auch auf der Map noch Nebenmission. Da ist zum Beispiel Anne Snieder. Die haben wir da. Wir haben Luke Craig. Ja. Daniel Craig. Und wir haben weiße Flagge. Svetlana ist jetzt weiß. Oh. Also ja. Vielleicht ist das ja tatsächlich Kampagne für Svetlana. Aber da mal, sollen wir mal zu Svetlana hingehen? Dann könnten wir eine Schnellreise da hinten hin machen. Oh, warte mal. Schnellreise zum Rettungsschwimmerturm? Nee, das ist das gar nicht, ne? Oder ist das? Muss mal drauf gucken. Das ist der Rettungsschwimmerturm? Ich kann hier gar nicht anklicken. Bitteschön. Ja, ich würde sagen Leuchtturm. Rettungsschwimmerturm ist das, wo wir jetzt sind. Und dann, was ist ein Arena-Lobby? Da können wir kämpfen und kriegen auch Loot und sowas alles. Ja, okay. Ne, wir können Leuchtturm. Ist am nächsten ja, dran. Ja, okay, machen wir Leuchtturm. So. Da sind wir wieder. I love surprises. Alter, ich... Och, jetzt habe ich aus Versehen mit ihr gesprochen. Oh, ich wollte den Tisch looten. Ja, Svetlana muss warten. Monika. Maybe we can use it to get the hell off this island. Ja, sie ist jetzt dein Problem. Ich könnte das auch ablehnen. Nö, nimm an jetzt. Das hast du uns jetzt eingebrockt. Ja. Suche das Flugzeug, wenn du den Dschungel erreichst. Okay. Mal los, mal gucken, was du uns da eingebrockt hast. Nein, können wir nicht. Wir müssen das Flugzeug im Dschungel finden. Wo willst du hin?
Warte mal, habe ich die richtige Mission jetzt ausgewählt? Warte mal. Ich dachte, wir gehen zu Svetlana. Oder wir machen jetzt Suche das Flugzeug. Ja, wo ist denn das? In welchem Dschungel denn überhaupt? Ich glaube, das ist, wenn wir. Was ist das? Das ist eine Nebenquest. Suche das Flugzeug, wenn du den Dschungel erreichst. Wenn wir uns fragen, wo der Dschungel ist, dann haben wir ihn ja wohl offiziell noch nicht erreicht. Gefunden. Nein, ich würde sagen, da kommen wir noch gar nicht hin. Ja, dann gehen wir zu. Ich würde sagen, wir machen es zu Svetlana. Zeit für Alkohol? Naja. So. Svetlana wird sich freuen. Der Dschungel scheint mir so in Richtung hier irgendwie zu sein. Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt doch so ein leichter Dschungel. Aber wahrscheinlich meinen sie tiefsten Dschungel. Eigentlich. Ich habe jetzt die Zombies da oben auch mal in Ruhe gelassen. Für jeden Zombie, der immer. Kacken, Freunden. So also ein Zombie, wenn wir den jedes Mal killen, wenn der wieder spawnt, dann. Aber Möglichkeiten, dich hochzuleveln, hast du ja hier. Das muss man ja wirklich sagen. Ja. Also du kannst ja rein theoretisch, wenn du EP skillst, kannst du 3 Stunden hier rumlaufen und dich erstmal komplett hochskillen. Weil ich möchte dabei sein, wenn du mit Svetlana redest, wenn sie dir sagt, dass du vernünftigen Champagner mitnehmen sollst. Das ist falsch. Und nicht diesen billigen. Du rennst an den ganzen Zombies auch vorbei. Die sind immer in Aufruhr. Und greifen mich immer an. Und ich muss die immer treten und hauen und so. Oh, dicker Bursche. Einfach dran vorbei. Ja, du hast mehr Ausdauer als ich. Ich bin nicht so der Ausdauertyp. Let's take a look, shall we? Bin mehr der Hitter als der Supporter. Ach, nimm doch die Leiter, Mensch. Er führt mich aber hier einen komischen Weg. Soll ich Svetlana geben, oder was? Ja, sprich's an. Champagne, give it to me, baby. Give it to me, baby. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit. I need champagne. Champagne, give it to me, baby. You like sweaty. Okay, baby, we're ja, going ich to like. Party. Ich like sweaty. Ich hab noch was für dich. Cheap shit. Ja, ich hab noch mal. Champagne, give it to me, baby. Ich glaube, das ist sowas wie Mike mit den Molotovs. Da kriegen wir jetzt immer EP. Könnten wir immer hingehen. Not the cheap shit. Das mit Lana ist ein richtiges Ding. Und hier Drogen, ich habe Drogen gesammelt. Hast du dir mal in die Augen geguckt? Hier? Nee, ist er nicht, ey. Man muss mal achten, achte auf die Augen. Oh, die hat 2 verschiedene Augenfarben. Okay, baby, we're going to party. Schon ein bisschen fertig, die Olle. Now find me some champagne. And not the cheap shit. Mädel, du gehst mir am Sack. Champagne, champagne, give it to... Ja, man kann es auch überspringen. Echt? Man kann den Dialog überspringen. Champagne, ich bin aufgestiegen. Champagne, auf Christ. You like... Das ist hier Unlimited EP, bitch. Aufstieg! Ich habe immer noch Champagne. Wie viel Champagne habe ich denn? Ich habe keinen mehr. Hier. Ich habe nochmal. Ich habe nochmal. Das ist ein Bug. Ganz viel Diamanten. Ich habe keinen Champagne mehr.
Ja, das findest du lustig, ne? Where is my champagne? I want to fucking drink till I fucking drop. Hey, warte mal, ich muss jetzt mal eben einmal gucken. Ich habe ja Fähigkeiten. Was machen wir denn hier als nächstes? Haltbarkeit von Waffen ist. Feuerwaffentraining, um einen Feind zu zerstampfen. Ziele genau auf den Kopf des Feindes am Boden. Oh, ich kann jetzt Köpfe zerstampfen. Das ist gut. Ja, das war gut. Das hat gut EP gebracht jetzt. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wir sind bei 30 Minuten. Wir können jetzt hier nochmal, ich will das nochmal testen mit dem Zerstampfen und dann gucken wir einfach mal dann in der nächsten Folge, was wir dann machen. Ja, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Bei genau dem, der hing da auch schon mal. Ich will mal ja, einem, das musste sein. Ja, ich will mal einem eine Kiste gegen Schienbein werfen. Da hinten ist einer. Das ist mein Opfer. Dem werde ich auch den Kopf zertreten. Pass auf. Mal jetzt. L1. Ja. Bam. Hey, wo kommen Sie her? That did some damage. Du musst L1 gedrückt halten, wenn du am Kopf stehst. Gedrückt halten? Ich habe gerade. Dann springt sie so hoch. Achso, gerade habe ich einmal nur gedrückt und dann hat sie das gemacht. Oder dann teste ich das an dem nochmal hier. Jetzt stehe ich am Kopf und halt L1 gedrückt. Ja, ja. Okay. Aber bei dir trittst du nur einmal drauf. Ja, man muss auch nicht zu brutal machen. Die nackte Frau. Über die Brüstung. Boah, du hast sie durch. Dadurch hast du sie geprügelt. Oh, er hat das Rohr. Er hat ein Rohr in der Hand und schlägt mit der Hand. Oh, ich bin im Glitch-Modus gewesen gerade. Ey, Dicker. Ach, kleiner Mann. Er ist durchgeglitscht. Aua. Die Dicken sind halt extrem schwer, wenn du alleine spielst, ne? Mir schon wieder. So. Er ist nackig jetzt. Er holt schon Kopfnuss auf. Raus. Erstmal ein Hammer in den Kopf gekriegt. Boah, er hat mir auch eine gegeben. Boah, ich bin gleich tot. Meine Sichel ist weg. Meine Lässe. Was? Ja, ich was. Ja, genau. Immer noch mal drauf, ey. Du Arsch. Du Arsch. Boah, die ist weggeflogen. Boah, wo ist er? Hier ist der Stock. Strafen, der Stock. Naja, oh, der ist straft echt. Genau was? Decken wir gerade zufällig irgendwie so ein bisschen Karte auf? Nee, das haben wir schon alles angeguckt. Nö, hier waren wir schon. Naja. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir da machen, ne? Ja. Lass uns überraschen. Ich weiß es selber noch nicht. Wir haben ja ein paar Nebenquests. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein, zwei Nebenquests und dann gucken wir weiter. Meinst du? Das ist ein guter Plan. Ja. Die mit dem Dschungel können wir ja noch nicht machen. Ja. Den haben wir noch nicht erreicht. Ah ja, das stimmt. Mal gucken. Wir haben ja hier... Vielleicht klopfen an der Himmelstür. So, das mit dem Leuchtturm. Ah, wir gucken einfach mal. Und dann beim Leuchtturm haben wir ja noch genug Nebenmissionen, ja, die wir machen. Genau, das gucken wir uns an. In dem Sinne dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.